Start. Also ich hoffe, wir haben die Zeit gut überbrückt. Ein bisschen über E-Sports reden ist natürlich auch ganz schön. Und von daher, eure Meinung ist auch gefragt. Auf dem Hashtag 99 Clash könnt ihr euch beteiligen. Wir sind jetzt bei Argo gegen Illumina auf Inferno. Und es geht auch los. Wir haben sehr viel Equipment dabei. So, Oskarich, den sollte man das ein oder andere Mal gesehen haben. Deutschpole, da ist er am Start. Und er kriegt eine gute Gap. Ja, und jetzt heißt das hier einiges an Schaden auszuteilen, versuchen irgendwie durch die Smoke was reinzubringen, aber das klappt nicht so wirklich. Und Furlan, der macht das gut, bekommt aber leider nur einen. Stomp ist direkt dafür die Antwort. Währenddessen aber bereits die Bombe auf dem Spot geplantet. Damit jetzt der 3 gegen 3 Retake für Argo. So, ist es machbar. Auf jeden Fall. USP ist natürlich auf weite Distanz. Schön gespielt von Illuminär. Die ziehen sich hier nämlich komplett zurück. Versuchen hier natürlich im Kreuzfeuer zu bleiben. MHL bekommt den ersten. Lima eine Backup und dann passt es. Also ihr könnt das runterspielen in Backup mit Kruby zusammen zum 1 zu 0. Sehr schön gemacht. Da freut sich die Tastatur. Die blinkt einfach mal dann durch. Wunderschön. Also sehr stark. Schöne Runde. Und damit geht das Team rund um Onkel Tess erstmal ja, in den Nachteil. Ja, und da sehen wir gerade Aristocracy, auch die gerade im Parallelspiel, währenddessen schon der Sound im Hintergrund zu hören. Illumina, damit jetzt natürlich mit dem Buy. Viermal Mac 10, eine SG für Furlan und Argo. Die müssen, ja, machen den Force, aber der ist nicht optimal. Also man hat einen Scout, der Rest nur mit Pistolen. Schwieriger Force-Buy, könnte sie hier vielleicht nochmal 2 Runden kosten. So, direkt mal die Krieger ausgestattet. Einen hat man dabei. Sehr viele SMGs. Untypisch für die T-Seite. Normalerweise ist immer noch eine AK mehr mit drin. Dafür hat man halt Utility dabei. Und man kann hier direkt den Versuch starten zu farmen. Das Risiko ist schon hoch, weil man halt auch mal schnell das Duell gegen so eine CZ verlieren kann. Oder gegen eine Deagle. Und da ist natürlich die, ich würde sagen, die Mac 10, wenn man nicht auf Close Distance rankommt, in einem Nachteil. Und die Deagle wird auch direkt von Oskar hier ausgepackt. So, und damit dicker Nachteil erstmal für Illuminär. Stomp auf 4 HP. Hat auch nicht mehr viel zu melden. Bleibt damit der Scout nochmal da. Versucht den Headshot zu setzen. Der erste geht daneben. Er bleibt dann erstmal am Leben. Ruby holt sich währenddessen Mono. Stomp fällt ebenfalls. 2-for-2 der Trade. Die Bombe kann sogar gelegt werden nochmal für Illuminär. Trotzdem XCOM mit einer Überzahlsituation. Das ist sehr gut in dieser Economy. Und Mac 10 regelt auf jeden Fall. Lehmann fällt und damit ist es jetzt Sydney im 1 gegen 3 und er muss irgendwie diesen Spot verteidigen. Ganz, ganz schlechte Situation. Da sieht man, wie schnell das umkippen kann. Jo, und dann schlägt man zu bei Argo und kann hier ausgleichen. Also 1-1. Wichtige, wichtige Runde direkt, die man für sich hier entscheiden kann bei dem polnischen Team von Argo. Siehst du, da ist das polnische Logo, aber ich kann leider kein Polnisch. Ich glaube, das ist dann auch mit Support vom Staat. Wahrscheinlich. Was sehr schön ist. Ja, ist wie gesagt, in Polen ist das nicht abwegig, dass der Staat oder die Stadt an sich das Ganze supportet und sich da auch für den E-Sport einsetzt. Ich glaube, in Deutschland wäre das eher schwierig, eine Stadt davon zu überzeugen, Geld zu geben für ein E-Sport-Event. Da sagen die, nein, nein. Force Buy auf der CT-Seite. Dreimal Rifle, man muss natürlich komplett runterkaufen und versucht halt mit einer AK sozusagen, mit dieser Hero AK, den Versuch zu starten, die Runde irgendwie zu entscheiden, auch teuer zu machen. Weil teuer machen ist eigentlich nie verkehrt, weil Illuminär halt hier komplett runterkaufen muss. Und das heißt, die CT-Seite kann da auch wieder gut angekratzt werden. So, jetzt sieht man an der Kante, Innocent hatte auch schon den ersten Spieler gesehen. Ein Spieler halt auch mit super viel Erfahrung. Ja, Innocent holt den ersten, sieht nochmal Sydney, aber MHL nimmt die damit raus. 1 für 1 der Trade. Jetzt sind aber gerade oben die Logos, glaube ich, vertauscht, oder? Argo ist nicht auf der T-Seite. Oder? Jetzt bin ich komplett verwirrt. Jetzt bin ich komplett raus. Und man geht hier weiter in Richtung B. Hält das Ganze erstmal wieder klar. Keine Sorge, das passt. Okay. Na dann. Oder? Passt's? Nee, es, doch, es passt. Jetzt passt's, ja. Ja, doch. Ja. Jetzt hast du mich verwirrt. Ja, jetzt. Okay. 4 gegen 3, 4 gegen 2. Schöner Frag von MHL. Stomp holt sich MHL. Mono nochmal mit 2. Und jetzt wird's schwierig. 1 gegen 1 Situation. Bombe kann gelegt werden. Oh, es ist trotzdem eine sehr teure Runde. So.
Mal gucken, was man hier machen kann. Ja, okay. Schönes Wasser, wollte ich nochmal erwähnen. Die Party geht aber auf den A-Spot ab. So, Stomp auf dem Weg nach vorne. Krieg gegen AK-47. So, er sucht natürlich, Flashbang kommt rein, Fuhrler nimmt einen sehr guten Laufweg. So, er fängt an, rechnet er oben im Haus. Er hat ihn gesehen, er hat ihn gehört und er muss ihn jetzt irgendwie rausbaiten. Er muss ihn irgendwie aus der Situation rauslocken. Fuhrler spielt es einfach nur auf Zeit. So, jetzt geht er einfach an den Diffuser, der zieht einfach durch. Oh, es ist ein Frechdachs. Boah. Und am Ende reicht es nicht. Also Fuhrler lässt sich da nicht vernaschen. Und am Ende ist es hier die Runde für die Jungs auf der T-Seite. Und das mit einer AK, die man hier geholt hat. Sehr, sehr stark. Also zweimal jetzt quasi das waffentechnisch unterlegene Team, was hier erfolgreich die Runde beenden konnte. Auch nochmal durch Monos unglaublich hohen Einsatz da fast verhindert worden. Aber Argo macht das 2:1 erstmal ready. Jetzt sehen wir nochmal das Replay. Und das heißt für Illumina nochmal der Force auf 0. Und dieses Mal ist es ja gar nicht mehr schön. M4, XM, MP9 und Pistols. So, da hat uns sogar jemand den kleinen Text übersetzt, der hinten steht mit der polnischen Flagge. Irgend sowas, die Institution der Digitalisierung. Also wahrscheinlich das Ministerium für ja. Digitale Medien. Keine Ahnung, was es in Polen da gibt. Ja, Dorobert, lässt grüßen. Los geht's. Sehr schön, sehr schön. So, Fuhrler nach vorne, Stück für Stück die Bananen eingenommen, immer weiter in Richtung B. Innocent steht da in CT offensiv, wartet auf den ersten Kontakt. Jetzt sieht er den Spieler, perfektes Timing mit der Nate in der Hand. Und jetzt ist die Nate auch noch falsch geflogen. Das heißt, er hat eine große Gap jetzt, die er dann nutzen kann. Sehr schwierig für Illumina, für Argo da irgendwie auf den B-Spot zu kommen. Ja, und die Gap wird dann ausgenutzt. Die Gap ist so bitter, sie können halt nicht nach vorne gehen. Sie müssen erst das Duell Richtung Koffen suchen. Jetzt brauchen sie eine zweite Smoke, um das dicht zu machen. Und sie warten immer noch ab. Sie warten halt drauf, dass irgendeiner flasht oder einfach durchrennt. Ja. Und sie haben immer noch die Unsicherheit, dass gegebenenfalls noch einer Richtung Spot wartet oder geboostet ist. So, Sydney. Er greift jetzt hier die Initiative. Es geht jetzt langsam drauf. Natürlich für Illuminär komplett, oder Illuminar komplett, jetzt schon die Verschiebung gewesen Richtung Spot, das Ganze im Retake zu starten. Sie kriegen auch mit Innocent den ersten Kill. XM hat man noch dabei. Der Forceball soll das Ziel sein. Und das könnte ja wirklich ein Hin und ein Her sein. So, jetzt kommt der Doppelmolltopf und das war's. Die Runde fast vorbei ist nur MHL. Und der sollte bekannt sein. Wird auch hier schon geprefired. Oh, schön gemacht von MHL. Und jetzt nochmal die Füße. Und nochmal. Macht es. Oh, was? Und jetzt wird er raus und jetzt wird er mal abgefrühstückt. Verrückt, verrückt, verrückt. Wahnsinn. Was ein Timing. Er hätte da fast noch die Collateral gemacht mit zwei Frags. Oi. Sehr stark. Ey, coole Runde nochmal. Ja, cool. Schöner Frag, schöner Fokus da von ihm. Auch einmal nochmal die Frage, warum sitzen alle so nah an den Bildschirmen dran? Das ist von Spieler zu Spieler unterschiedlich. Einige sitzen saunah dran und einige weniger. Das ist einfach, wenn man nur noch den Bildschirm im Kopf hat, dann ist halt einfach der Fokus besser. Aber das ist individuell für jeden Spieler anders. Ja, ich bin eher so der gechillte Spieler. Ich auch. Ich sitze auch nicht so krass am Bildschirm dran. Da tun mir die Augen weh nach einer halben Stunde. Aber das ist individuell. Auch wie man die Tastatur hält, das ist einfach von Spieler zu Spieler unterschiedlich. Stomp. Früher war es so, alte Spieler sind das gewohnt, weil sehr wenig Platz war. Genau, die mussten sie irgendwie querlegen, um mehr Platz fürs Mausbett zu haben. Und auch sehr wenig Platz für die Bildschirme. Früher hat man halt nur Röhre gehabt. Ja, die waren alle so dick und breit. Genau, da hat es da auch halt 5 Zentimeter vom Bildschirm gehockt. So, jetzt haben wir wieder diese AK-47 in der Hero-Edition. So, und die ist diesmal in den Händen von Fuhrler. So, mal gucken, was man da machen kann. Groovy, wieder mit dem Kill. Da vorne. M4 schlägt zu. Schön gemacht von Reeds. So, Storm passt auf und damit geht die Runde hier den Bach runter. Diesmal gibt es mit der AK keinen großen Profit, den man sich herauskitzeln kann. Fuhrler versucht hier nochmal rauszukommen. Spieler ist im Pit bekannt. Fuhrler. Oh, schön. What? Fuhrler! Er dreht hier nochmal auf. Er kriegt nochmal den Plant und dann ist die Runde nochmal auf. Wenn er das Duell hinten Richtung lang findet, wäre super. Also die Runde ist noch machbar. Er hat zwar nur 30 HP, geht jetzt die Deckung und versucht es einfach irgendwie auszuspielen. Er versteckt sich, er spielt es natürlich auf Zeit und sie kommen beide über kurz. Oh, er macht den 180er, holt sich den Double Kill. Jetzt ist es ein 1 gegen 2, wie du sagst, machbar. Beide über kurz. Fuhrler bleibt einfach erstmal Dev da. Wartet und wartet und wartet. Entweder es pusht ihn einer oder er hört den Diffuse. Eins von beidem wird passieren, aber wie punktet er rum? Er hat das perfekte Timing gegen Oskarisch. Jetzt ist es ein 1-on-1 und er wartet einfach Death, aber Innocent macht den Frag. Schade, Mann. Nice. Was eine starke Runde. Und damit hat er jetzt den Value rausgeholt mit der AK. Das war in Ordnung vom Schaden her. Vom Schaden her war das immens, was man da setzen konnte.
Also Furlan, dass er halt so viel aus der Runde rausholt. So, da geht man rein. Das Timing nicht perfekt, meiner Meinung nach. Der hätte Furlan never ever die Chance bekommen sollen, da zwei Kills zu machen. Einer wäre okay gewesen, ein zweiter eigentlich nicht gut. Das heißt, bei den Jungs von Illuminar Gaming, das Timing hier nicht perfekt. Aber egal, ist nochmal gut gegangen. Am Ende die Runde am Start, trotzdem das Geld. Das bleibt weiterhin, ja, sehr, sehr niedrig bei Illuminar. Und es geht jetzt fort über die Mitte. Ja, genau, das war das Wichtige eben von ihm jetzt da. Einfach, dass alle von Illuminar quasi nachkaufen müssen und damit das Geld erstmal weiterhin auf Null halten können. Jetzt geht man hier schnell über die Mitte durch und hat den A-Spot schon komplett eingenommen. Ja. Illuminar könnte nicht verteidigen. Sehr krasser Tempowechsel, den sie aufziehen. So, und da zieht man sich bei Illuminar komplett zurück, möchte es dann halt auf Retake versuchen. Und am besten auch irgendwie die Position Richtung Pit halten, die verlieren sie. Aber zumindest die Überzahlsituation, eine 3 gegen 3 Situation ist es jetzt. Und jetzt haben sie halt zwei Leute im Pit stehen, das ist natürlich perfekt. Refrag kann dadurch gesetzt werden, sie sind sehr verteilt hier unterwegs. Oben im Haus kommt noch der Kill rein, zweiter hinterher. Also das scheint gut auszusehen, jetzt muss Sydney wieder klatschen. Das Spiel hat aber hier gerade ein krasses Klatschpotenzial. Immer wieder die Aktionen, die halt irgendwie eine 3 oder 2 gegen 1 Situation sind. Und am Ende reicht es hier. Der Defuse sollte durchgehen, also sie schaffen es hier zu retaken. Und am Ende ist es die Runde für Illuminar. Sehr schön. Hält sich da weiterhin erstmal gut drauf, auch wenn Argo hier die bessere Position hatte, schneller auf den Spot draufgekommen ist. Und jetzt bin ich gespannt, wie viel Geld da noch übrig ist, was man da reinsetzen kann. Auch die Tattoos. Hope. Ja, mal gucken, ob die Hoffnung gut ist. Und Fate, glaube ich, war auf der anderen Seite. Schicksal und Hoffnung. So, man kauft nicht. Bleibt bei den Pistols. Also quasi... Diese Half-Buy für Argo, für Illuminar die Möglichkeit, sich jetzt ein bisschen aufzubauen. AWP auch bei Stomp weiterhin für Short zuständig. So, da sieht man es nochmal ganz gut. Ungefähr das Dreifache an Equipment Value investiert. Oben in der Anzeige. So, und jetzt geht's hier einfach drauf. Uiuiui, der Spray von Mono. Gutes Backup. Also, Rezift aus, Rezift Richtung Kurz. Und damit kommen sie nicht durch. Sie wollten einen A-Split versuchen, der, ja, geht... Ja, der ist zum Scheitern verurteilt. GG. So, was hat das für eine Bewandtnis, dass alle diese komischen Headsets aufhaben und dann noch eins um den Hals? Ist das Styling? Nein, das ist kein Styling. Dabei geht es einfach um Noise Cancelling. Das heißt, diese großen Bauarbeiter-Headsets sind dafür da, dass momentan noch nicht relevant, aber ab morgen dann das Publikum nicht gehört werden kann. Und die Headsets um den Hals sind einfach dafür da, dass man ein Mikrofon zur Verfügung hat. Das ist der einzige Grund. Genau, so ein bisschen Oldschool, das hat man... Auch so schon vor zwei Jahren gemacht oder so. Ja. Heutzutage läuft das ja im Endeffekt, wenn man halt das Budget dazu hat, alles über ein Headset. Die sind halt sehr, sehr teuer. Genau. Zum Beispiel, ich erinnere gerne an die Bose Active Noise Cancelling Headsets vom Major. Da kostet das Stück 1000 Euro. Bose Aviation Z2 könnte ich Schnäppchen, ne? 1000 Euro. Wunderschön, habe ich auch zu Hause. Also toll fürs Gaming. So, Stomp gleicht aus gegen Groovy, der kann sich aber vorher über Balcony einen sichern, damit eine 1-2-1 Trade-Situation. Argo bleibt weiterhin offensiv, möchte die Banane jetzt runter, Oskarisch bekommt halt einen. Furlan kann wieder nur ausgleichen, es bleibt beim Trade. Bombe jetzt auch wieder aufgesammelt und noch kein wirklicher Go, noch nicht viel Raum eingenommen. Illumina bisher zufrieden mit den Trades. Jetzt geht's nach vorne, die Banane mittlerweile unter Kontrolle, wir haben wieder eine schöne Kamerafahrt. Hui. Und da fliegen die Smokes in Richtung CT. Ja, traut man sich langsam nach vorne. So, Smoke kommt rein, Flashbang als Antwort. Dann wird reingezogen, Spray wird gesucht, irgendwie nochmal Schaden zu machen. Kill kriegt er nicht, aber sehr viel Damage auf Furlan. So, nochmal der Tower, den will man wohl versuchen mit der AWP. Aber sie haben das Timing gefunden, sie sind durch. Und jetzt hat man es nochmal gesehen. Der versucht auf jeden Fall den Kill nochmal zu machen. Sein Mitspieler wird rausgenommen, der muss ins Gras beißen. Damit liegt es hauptsächlich an Reds, da in den Rücken reinzufallen. Storm kann hier nur den Fokus auf sie ziehen. Die Rifle muss den Grundschaden hier setzen. Ja, Flick geht nicht rein, dafür aber Reeds mit der Antwort. Jetzt ist es Furlan direkt. Dice! Und Lehmann mit dem letzten Frag. Schöne Runde von Argo. Das war jetzt mal wichtig, hier aus dem Fullby Erfolg zu schlagen. Alle eliminiert von Illuminar. Und das heißt auch für sie jetzt erstmal das Geld wieder auf Null zu bringen. Da sehen wir das Logo. Finde ich eigentlich ein schönes Logo, muss ich sagen. Gefällt ja, auf jeden Fall. Sehr schönes Logo. Gefällt mir. Die Games Clash Masters. Sehr, sehr schön. So. Damit die Runde wichtig. Wir hören sie auch wieder im Hintergrund. Gift in Game, please.
Kriegen wir gleich wieder zurück. So, dann nochmal die Spieler und damit der nächste bei Illuminar. Ist wieder ein Force-Buy. So, ein bisschen Utility hat man reingepackt. Granate kommt nicht an. Dafür stehen die Spieler von Argo zu weit hinten. So, und wir haben bisher doch eine sehr spannende Partie, muss man wirklich sagen. Ja. Argo hat hier ordentlich zu kämpfen. Das gleiche gilt für Illuminar. Diesmal steht Illuminar bereit mit den Waffen Richtung B-Side, kann 3 Kills setzen und Oskarich immer noch mit der AUG in der sehr guten Position. Wird flashed. Hier rausgeflasht. Versucht nochmal nachzugehen. Den hat er bekommen. Er will den Kill haben. Er kriegt den Kill. Der Molotov kommt nicht an. Sieht den zweiten, gibt den Anschuss. Es wird mitgeholfen und es wird zusammengearbeitet zum 6:3. Also für Argo gibt es hier diesmal keine Runde. Geht auf Contact Richtung B nach vorne. Und am Ende kann man mit dem Execute nicht durchkommen. Und verschmeißt auch noch den Molotov. Damit kann Oskarich weiter in die Position wunderbar ausnutzen, hinten aus dem Dark. Und die Runde ist in den Händen der CTs. Damit geht der Forceball auf. Ja, genau so, wie es aussehen soll. Illuminar rettet sich wieder über das Geld und bricht ein bisschen gegen Argo, die jetzt hier wieder mit der Hero OK versuchen zu spielen, aber nicht mehr Geld zur Verfügung haben. Für Illuminar lief das sehr, sehr gut. Der Anschuss über die Mitte. Stomp muss aufpassen, bekommt ein bisschen Schaden, zieht sich dementsprechend weiter auf den A-Spot zurück. Setup weiterhin im 3-2 für die Jungs von Illuminar. Lang, jetzt, oh Gott, er sieht ihn ganz kurz, aber das reicht niemals für den Flick. Kleines Timing, Aufbau jetzt über lang, Stück für Stück nach vorne. Und Reeds oben am Balkon. Ist ein bisschen mit dem Molotov verzögert und hält sich so lange wie möglich den Sound. Und jetzt kommt Innocent rum, Innocent macht 2, 3, 4, Innocent! Einmal raus, gönnt sich die Eco-Frax und damit ist es nur noch Lehmann mit der AK im 1 gegen 5. Den ersten bekommt er, Reed ist down, jetzt aber von hinten zwei Seiten, die er unter Kontrolle halten muss. Und das kann er nicht. Und Illuminar mit dem 7:3. Ja, also es läuft ganz gut. Also die CT-Seite kann sich hier gut festigen in dieser Partie. Und das ist wichtig. Also Argo hat hier gerade arge Probleme. Argo. Arge Probleme gerade in der Partie sich zu festigen. Was ist das denn für ein Backstep von Innocent? Starke Runde von ihm. Das 4K snackt er sich mit der schnellen Rotation über die Banane. Banane. Aber es war nur eine Pistol Round und das heißt für XCOM bzw. für Argo geht es in die nächste Runde und zwar mit Waffen. So, ein bisschen Utility hat man dabei. Nate kann gut gedodged werden. Furlan kann trotzdem weiterhin den Raum nicht miteinander halten. So, jetzt muss man sich zurückziehen. Guter Support mit den Molotovs und damit ist es hier die nächste Chance für Illuminar, zwar vom Spot aus zu verteidigen, XCOM oder beziehungsweise Argo kriegt ja auch wieder die Räume. XCOM ist immer nur, ach, das ist der Sponsor, weißt du? Ja, Argo. Also Argo heißt aber eigentlich, XCOM ist sowas wie Alternate in Polen, ja. Den Mann oben in den Apps, wieder geht's in Richtung A, augenscheinlich hier über die Mitte noch ein bisschen was mit den Smokes zu spielen. Und Mono zusammen mit Reeds im Crossfire für Short und Stomp mit der AWP für Lang. Es ist halt ein gutes Setup. Schwierig, sich da reinzuspielen. Jetzt kommt eben der Frag von Stomp gegen Sydney. Kein Refrag-Potenzial. Er kann durch die Smoke zurück. Er versucht nochmal und schafft den Einschuss. Oh, die Granate. Die Granate! Sie kommt. Und plus ein Molotov. Also, ist alles dabei, um am Ende das Ding hier auszuhebeln. Und damit können sie wieder wie ein Bollwerk Richtung A-Side bereitstehen. So, Innocent wieder mit einer sehr schnellen Rotation. Diesmal passt er bei MHL auf. Dem großes Problem. 3-4 Situation. Sie haben schon wieder Richtung Banane zugemacht. Können Sie jetzt auf den Spot vertrauen, dass der im Doppel- oder im Kreuzfeuer gehalten wird? Aber es könnte nochmal spannend werden. Die Bombe ist am Heuwagen down. Jo, Oskarich ist da. Also der zweite Spieler, der die Banane runterrotiert ist, beendet hier die Runde. Finger, guck mal rein. Hallo, reingeguckt. Er hat fast, er hat fast. Fast hat er es gefunden, der Observer. Und da ist die Runde durch. Geil. Illuminar. Holt sich die CT-Runde und da ist Argo, ist echt schwer. Da ist Argo nochmal zumindest mit einer AK durchgekommen. Das wird aber trotzdem, glaube ich, nicht reichen, oder? Forsten Sie da runter? Geld ist nicht so gut. Man könnte einmal legen, einmal kaufen. Ich glaube nicht, dass sie das riskieren. Noch ein bisschen Runden haben sie auf jeden Fall übrig. Ja, es ist alles noch im grünen Bereich für die T-Seite. Aber Illuminar macht hier doch gerade doch eine sehr gute Partie bisher. Klar, die Runde war knapp. Das heißt, sie können sich ewig viel Geld aufbauen, aber trotzdem sieht das Game hier von den Polen bisher auf der CT-Seite doch ganz ordentlich aus. So, bald ist ja wieder Weihnachten.
Es sind nur noch 2 Monate? 95 Tage. 3 Monate. 95 Tage, juhu. Ja. Hast schon den 95-Tages-Kalender im Wohnzimmer hängen? Ich kratze schon die Striche in die Wand. In die Wand, ja. Okay. Einfach nach Weihnachten 364-Tages-Kalender, jeden Tag ein Goodie. Das wär's doch. So. Ja, kurze Pause hier nochmal im Game, scheinbar. Ja. Sieht aus wie eine taktische, zumindest redet man da ein bisschen. Muss eine taktische sein, normalerweise bei Technicals reden verboten. Kommt nur so ein bisschen auf das Event an. Ne? Ja, okay, gut. Aber ich denke auch hier, gebe ich dir recht, müsste eigentlich eine taktische sein. Guck, da wird noch ein bisschen geredet. Ein wenig. Ein bisschen geflüstert. Ein bisschen geflüstert. Jungs, hey, wo gehen wir hin? Ja. Hallo? Schauen wir mal. Alle hochfokussiert. Es geht um den Einzug ins Winner Bracket gegen Furia. Und da ist die Runde wieder live. Jo. Nummer 12. Man hat nicht gekauft. Es ist Hero weiterhin AK. Die AK für Lehmann. Die Hero AK muss einfach sein, ne? Bei Argo. Und ich kann es auch verstehen. Sie haben halt immer wieder das Potenzial. Klar, dadurch, dass Illuminar endlich mal ein bisschen Stabilität in die Partie reinbringt, kann man trotzdem immer noch kein dickes Geld aufbauen. Deshalb lohnt sich auch dieser 1AK. Und sie haben den Loser-Bonus, dass sie halt auch darauf gerne mal verzichten können. Und können das mit Utility supporten. Also es ist schon ein logischer Schritt, den man hier auffährt bei Argo. Und sie stellen sich bereit für ein Execute. Sie wollen übers Haus rauskommen mit 3 Leuten und mit 2 Leuten Melnitta. Also es wird wahrscheinlich einfach dieser klassische Kurzsplit. So, supportet auch Richtung Kurz. Erster Frag kann vom Momo gesetzt werden. Oh, schön. Zweiter kommt direkt hinterher und damit steht das hier wie eine 1. Klar, man kommt hier durch. Ein Spieler hat es geschafft, aber die K ist down und man hat nur noch die Glock im Hintergrund. Boah, Mono hat's gut auf dem Schirm, sieht den nächsten. Und Mono mit dem 4K am Ende. 9. Runde für Illuminar. XCOM. Argo kommt da nicht wirklich mehr drauf. Ein bisschen Schaden könnte man machen. Nicht das, was man sich eigentlich aussuchen wollte. Ja, und dementsprechend jetzt hier nochmal eine taktische Pause, nochmal einen Break gesetzt. Es läuft nicht so für Argo, wie sie es gerne hätten. Und von daher ja, muss man da ein bisschen was adaptieren vielleicht. Maja der Juni. Okay. So, hier nochmal im Chat. Mein, das ist nochmal mein, wenn ich mal beerdigt werde. Genau da will ich beerdigt werden. Wunderschön. In so einem Mausoleum. Ich baue dir eins, wenn du von mir stirbst. Ah, danke. Baue ich dir eins. Übrigens einer, der sich um mich kümmert. Danke. So, Reeds, sehr aggressiv nach unten. Also man versucht jetzt bei Illuminar ein bisschen aktiver ins Spielgeschehen früh in dieser Partie einzugreifen. Und das sieht sehr gut aus. Und das ist ein sehr guter Push gewesen von Illuminar. Stark, das hat man überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Die 2 Kills haben sich alle Male schon gelohnt für die CT-Seite. Jetzt könnt ihr ganz entspannt zum Spot zurückgehen, einfach 2-2-Setup auffahren. Und XCOM, oder beziehungsweise Argo, ist wieder, ja, eher auf der Suche nach einer Antwort. Und die suchen sie gerade Richtung A-Lang. Ja, das klappt auch ganz gut. Lehmann ist weit, weit durch mittlerweile und könnte hier jetzt sogar von hinten nochmal auf den B-Spot splitten. Und das ist eine schöne, schöne Idee, eine schöne Situation jetzt auch für Argo. Kommt so ein bisschen auf Antwort aus Karisch seinen Kopf drauf. Und das sieht bis jetzt nicht so aus, als ob man irgendwie in einer Art und Weise auch nur Ansatz jemand auf dem Schirm hat. Und der macht sogar noch einen. Oskarisch aber mit dem Refrag. Und der Spieler ist bekannt, das ist ein großes Problem. Oskarisch versucht die Seite hier nochmal oder den Winkel hier nochmal zu erweitern. Versucht kurz reinzupicken. Aimt jetzt natürlich am oberen Punkt ab, versteckt sich da ein bisschen in der Smoke. Hat einen kleinen, kleinen Vorteil. Und mal gucken, ob er den ausnutzen kann. Nee, schafft er nicht. Das gleiche geht für Sydney. Also man kann hier echt das Ruder herumreißen nach dem sehr aggressiven Push, den man hier aufgesetzt hat auf der CD-Seite. Damit liegt es jetzt an Mono. Mal gucken, ob er auch das Duo erledigen kann, was hier auf dem Spot wartet. Und zwar einmal Richtung Pool und einmal Richtung Dark. Ist jetzt Ruins mittlerweile durch, muss hier irgendwie den ersten Frag finden, ohne großartig Schaden zu nehmen. Sonst wird's eng. Jetzt schauen wir mal, wo er richtigen Fokus drauf hat. Er schaut sogar in die richtige Richtung. Aber Sydney mit der AWP direkt im Gesicht. Und da ist die 4. Runde für Argo. Wichtig, da jetzt mal diese Runde mitnehmen zu können. Ein bisschen in dieser Halbzeit weiter drauf zu bleiben. Es sind nur noch 2 Runden in der ersten Hälfte zu spielen. Und für Argo wären beide gar nicht so verkehrt auf jeden Fall. So. Nochmal ein Buy für Illuminar. Erinnert mich gerade so ein bisschen wie auf so einer LAN, weil alle hinten dran stehen. Ja. Sehr geil. Ein großes Live-Coaching. So, Lehmann auf dem Weg nach vorne.
Ah, es ist halt immer für Argo so der Kampf um die Utility bisher. Aber sie kämpfen sich gut rein. Es ist bisher wirklich auf dem vom Spielstand her vielleicht ausgeglichener als das Ergebnis. Wirklich. Beide Teams spielen ja auf einem sehr ebenbürtigen Level. Am Ende die Retakes vielleicht ein bisschen besser auch gewesen bei Illuminar. Besonders der A-Spot. Verdammt gut gehalten. So, und Argo hat ein bisschen Probleme mit den Executes. Ja. Und das ist klar der kleine, aber feine Unterschied. Individuell, vom Skill her, nehmen sich beide eigentlich nicht viel. Eher gerade die kleinen taktischen Entscheidungen, das Decision-Making. Manchmal einfach ein Ticken besser. So, man steht hier bereit. So, nochmal die Granate, die fliegt oben drüber. So, und Oskar, ich wartet mit der Granate auf den perfekten Moment. Und der soll jetzt kommen. So, Molotov kommt rein. Schöner Molotov. Sie können den nicht blenden, aber guck dir es an. Furlan, wie eine Furie, rennt er da nach vorne. 3-4 Situation, damit den Spot geklärt. Und damit nutzt hier Argo den Dosenöffner und kommt durch. Sehr schöner Explode, sehr schöner Aufbau von Argo. Und damit werden sie auch mit dem B-Spot belohnt. Das haben sie wirklich sauber ausgespielt. Auch Furlan mit wahnsinnig starken Headshots. Wichtige beiden Fracks, um den Spot da zu öffnen. Jetzt liegt die Bombe, jetzt kann man das Ganze nicht mehr retaken. Illumina zieht sich zurück. Safe dementsprechend. 3 Waffen nochmal für die letzte Runde der ersten Halbzeit. Aber Argo mit der 5. auf dem Konto. Das ist okay erstmal für die T-Seite von Inferno. Jetzt nochmal eine Runde mehr vielleicht. Und dann ist das hier ein super, super ausgeglichenes Match. So, das Huhn sucht noch einen Weg. Oder das Korn an der Tonne. Ja, und da kann man nur noch safen gehen. Wie gesagt, den Vorteil, den kann man sich hier nicht mehr spielen. Besonders dadurch, dass man halt lieber die Utility mitnimmt und bei dem Ergebnis halt auch kein Risiko eingehen muss für die letzte Runde. Da kauft man lieber nochmal komplett runter, dass jeder sich mit einer Waffe ausstatten kann. So, wird auch rübergetroppt. Und natürlich ein bisschen Utility an die Jungs und Mädels. So, da sehen wir es. Granaten sind okay. Vorteil für Argo auf ein 9-6 zu kommen, ist auf jeden Fall da. So, und sie versuchen jetzt mit 3 Leuten erstmal die Banane dicht zu machen, Flashbang auch bereit zu halten und die AWP erstmal peaken zu lassen. Schön von Stomp, wichtiger Peak, den er hier gut einsetzen kann, direkt den Entry gesetzt und damit die Überzahlsituation erstmal für Illumina bereit gehalten, auch wenn man hier mit einer Farmers und 2 MP9s nicht das optimale Waffensetup hat. Hat man jetzt erstmal einen Mann mehr zur Verfügung. Da kommt auch direkt die CT-Smoke und die Defensiv-Smoke von Illumina, um damit erstmal den Raum zu sichern. Das ist auch alles nur Fake. Man möchte in Richtung A und da geht jetzt dann auch der Explode los. Mal schauen, was Mono machen kann. So, langsamer Verteidigungsstil. Also einfach nur hoffen und beten, dass man das aufhalten kann im 4 gegen 5. So, die AWP ziemlich zeitig Richtung A rüber rotiert. Versucht das natürlich irgendwie auf naher Distanz mit der MP9 gut auszuspielen. Auch auf das Kreuzfeuer mit der M4 zu hoffen. So, sie spielen es halt einfach nur auf Zeit. Also, ja, man versucht bei Illuminar so viel Zeit wie möglich mit den Granaten raus. Und das ist ein frecher Peak von Stomp gewesen. Plus, dass das Backup schon da ist. Gutes Teamwork von Illuminar. Und Mono, er muss einfach nur auf Zeit spielen. Oskarich kann jetzt bei 3 Sekunden ruhig mal einen Blick in die Banane lunzen und dann rübergehen. Und das ist eine sehr gute Reduktion. Oh, so, Lehmann kann zuschlagen. Stark gemacht, Lehmann mit dem Frack gegen Mono. 3-3 Situation, noch liegt die Bombe nicht. Die wird jetzt geplantet. Aber MHL holt sich nochmal Innocent. Und damit ist die Bombe da und man hat die Überzahlsituation für Argo. Und MHL mit einem super schönen Punkt hier. Kann eigentlich sehr, sehr gut sowohl Library als auch den gesamten Langspot, sobald die Smoke faded, halten. Das wird schwierig. MHL in der perfekten Sekunde gegen Stomp. Und damit ist es Oskarish im 1-3. Der Anschluss nochmal von MHL. Was eine starke Runde von ihm. 4K und damit das 6-9. Also dieses explosive Spiel scheint langsam bei Argo aufgegangen zu sein. Man sieht hier auch nochmal den Rundenverlauf. War wirklich schwierig, aber diese 3 Runden in Folge am Ende haben den Jungs von Argo echt nochmal die Möglichkeit gegeben, in die Partie reinzukommen. Ja. Und damit ohne große Pause, ohne große Umschweife gehen wir rein in die zweite Pistol Round. 3 Runden Vorsprung weiterhin für Illuminar. Kann sich jetzt direkt wieder ausgleichen, wenn Argo diese Pistol holt. Jetzt auf der CT-Seite der beliebteren auf Inferno. Schauen wir mal, Sydney mit dem Peak nach vorne und Innocent. Ah, kleiner Tower. Ja, der Tower ist immer ganz cool gegen einen Offensiv-Push Richtung Banane. Ja. Oder halt auch gegen den Push Richtung Mitte. Was man ja auch mal sehr oft
sieht bei vielen Teams auf der T-Seite, dass mal versucht in der Pistol Round mal aggressiv von zwei Seiten zu kommen. So, da nochmal das Scoreboard im Überblick. Sehr ausgeglichen. Wie gesagt, da brauchen sich beide Teams nicht zu verstecken. Wie gesagt, am Ende die eine oder andere Entscheidung im Decision-Making lässt das Ergebnis doch zumindest jetzt am Ende doch sehr ausgeglichen aussehen. Auch wenn es am Anfang ein leichter Vorteil für Illuminar war. So, die versuchen den Explode über kurz zu gestalten, über das Haus. Und mal gucken, ob sie rauskommen. Ja. Oh nein! Gubi macht viel zu viel Schaden. Das dauert ja ewig, bis man ihn hat. Und holt sich dann noch drei. Jetzt ist eine Überzahlsituation für Argo. Illuminar 2 gegen 3. Kriegen dabei den Drops einfach nicht rechtzeitig den Fokus drauf. Und jetzt muss man da irgendwie reinkommen. Aber Vorland ist bereit zur Stelle. Und da ist das Ding durch. Super solide gespielt. Und Argo mit der Pistol Round. Ja, sie hören halt die Bombe planten. Und dann wollen sie halt einfach versuchen, Richtung Lang schnell durchzukommen. Mit dem Spieler über kurz, beziehungsweise auch über die Apps. Einfach explodieren. Überzahlsituation ausnutzen. Granaten haben sie so keine mehr. Und wenn das gut koordiniert wird, dann hat man hier auch den Vorteil. Ja, darum geht's. Das wollen die Terroristen in die Luft sprengen. Und zwar, das liegt in der Garage vorne, wo man die Bombe legen kann. Wer es noch nicht wusste. Okay. Krass, ne? Cool. Darum geht's also. Darum geht's. Das muss in die Luft gesprengt. Das Bombenwaffenlager da. Genau. Damit es keinen Wein mehr aus der Toskana gibt oder woher auch immer dieses Setting stammt. Schön. Stomp. Mittlerweile Mitte oben relativ weit, wird von der Smoke erstmal abgeblockt. Dieses Mal spielt man die Hero SG. Auch schön. Wenn ihr eurer Familie erklären wollt, was das Setting in Counter-Strike auf Inferno ist, sagt ihr einfach, die Separatisten haben keinen Bock mehr auf italienischen Wein, das sind Franzosen. Und die wollen einfach die Weinproduktion in Italien sabotieren. Genau. Und deshalb versucht man, das Weingut ja, in die Luft zu springen. So. Schade eigentlich. Föller mit dem Headshot gegen Stomp. Innocent mit der Antwort. Direkt zum 1-1 weiterhin. Aber der Vorteil für Argo haben ja auch die natürlich deutlich besseren Waffen. Innocent jetzt durfte die SG aufheben. MP9 auch für Oscarish. Eventuell, wenn man irgendwie einen guten Engage findet, dann nochmal was aus dieser Runde zu machen. Jetzt geht's Richtung Banane vor. Ja, das Setup gefährlich auf jeden Fall mit den beiden Rifles. So, die Frage ist, was kann der Spieler da oben mit der M4 machen? Begrüße eigentlich immer, wenn die M4 oben sitzt auf der Erhöhung, weil du das sehr, sehr schwer zuordnen kannst. Aber das ist sehr interessant. Einer baitet rein und schaut nach hinten. Und dann kann man halt so ein super Setup hier auffahren mit dem Spieler oben auf dem Blumenkübel. Und dann geht das auch meistens auf, weil so schnell das den Fokus nie auf beide Spieler. Und dann war's das. Runde vorbei. M4 durchgebracht. Kann die eine noch gepickt werden? Yes. Die eine M4 konnte, glaube ich, noch gepickt werden. Damit ist es die 8. Runde für Argo. Also, startet doch gut. Sehr schönes Setting, da hat man nochmal gesehen, wirklich gutes Teamwork zwischen den beiden hier auf dem B-Spot. Lassen da Illuminar nicht mehr wirklich in die Nähe kommen, kein Plant, kein Geld, aber trotzdem natürlich durch diese eine Runde, die man davor gerade eben mehr oder weniger gespart hat, kann man jetzt in der 18. Runde nochmal komplett reingehen. Wir hören jetzt auch schon die ersten Dings, die hier verteilt werden. MHL war das Opfer dieses Headshots. Innocent wird nochmal böse rausgenadet. Oh ja, schöner das Schaden. Tat auf jeden Fall schon mal weh. 10 HP sind nicht so viel. Sondern da kann er auch nicht mehr großartig Brötchen backen, weil er hat super viel Equipment dabei für sein Team. Es ist der Haupt-Utility-Geber, um sein Team zu supporten. Ja. Das heißt, er darf da keine großen Risiken eingehen, ansonsten sind die Granaten für die Cuts. Und das darf man nicht vergessen, das Utility im Wert von ca. 1000 US-Dollar. So, aber in Zusammenarbeit mit Furlan kriegt man auch den ersten Asi-Krieg, kann zuschlagen, wird vom Gegner geklaut und wunderbar eingesetzt. Und jetzt entscheidet man sich hier nochmal neu aufzubauen, und zwar auf ein 4-1-Setup, nachdem da nichts mehr Richtung B kam. Ja, Groovy steht oben drauf, kann da übers Pit schauen, Reeds mittlerweile schon weit vor und hat da sowohl Short als auch Long so weit im Griff, weil er ja eben beide Spots unter Kontrolle halten kann. Groovy immer noch im Pit und MHL kann ich da so ein bisschen backuppen. Währenddessen aber Innocent mit dem ersten Frag gegen Furlan. 4 gegen 4 Situation. Beide jetzt relativ ausgeglichen. Man arbeitet sich Richtung A nach vorne, Step für Step. Jetzt hat man den Kontakt gegen Pit. Man weiß, dass einer da ist, weiß aber auch, dass da noch mehr sein muss irgendwo. Groovy wird das erste Ziel. Reed holt sich währenddessen Sydney. Jetzt ist der A-Spot frei, aber Groovy holt bereits den ersten. Wird nochmal gebackupt von Lehmann und Reeds muss nachziehen. 2 gegen 2 Situation.
Boah, versucht auf jeden Fall die Sperrrichtung Zeit zu finden, wird aber hier nichts und mit und zwingt Zeit dieses Groovy hier weiter in der Mann, der einfach nur super gegenhalten kann, dann wird die Zeit für Eliminar hier am Ende nicht reichen und damit holt sich Argo den Ausgleich. Also man versucht über den Split, kommt hier aber Richtung Lang oder beziehungsweise über die Apps nicht in Genuss und da merkt man einfach, wie wichtig die Pit-Position ist, weil die muss Schaden ohne Ende machen und so lange überleben, wie es geht und hier hat sie auf jeden Fall ihren Soll erfüllt. Also gut gemacht von Argo. Und damit auch verdient die nächste Runde. Ist auch sehr schwer gegen Pit zu spielen, wenn man eben keinen Molotov oder irgendwie sonstige Utility hat. Dementsprechend kann man sich da immer wieder mit Loch und Balcony rausziehen. Und Pit ist eine sehr starke Pose. Wieder die Doppelnate, die Banane. Dieses Mal bei weitem nicht so viel Schaden. 6 bloß gegen Stomp, der jetzt hier trotzdem schon weit vorne ist. Und es ist eben, wie gesagt, der Ausgleich jetzt 9:9. Man hat kein Geld bei Illumina. Wieder mit der Hero AK. Es ist heute, auch am heutigen Tag, bisher die absolut dominierende Taktik in diesen kleineren Buys. Ja, auch hier wieder eine gute Entscheidung, dadurch, dass Argo kein wirkliches Geld aufbauen kann, kann man gerne mal so eine AK mit ein bisschen Utility drumherum investieren. Und sie wollen es halt auch sehr execute-lastig gestalten. Vom Spielstil sind sich beide sehr ähnlich auf der T-Seite. So, und Furlan da mit einer wunderbaren Lücke. Der geht einfach nach vorne, der Furlan nimmt 2 Leute mit, zusammen mit MHL. Kann man hier zuschlagen. Also, da muss ich mal korrigieren. Furlan hat da nicht den Kill bekommen, nämlich MHL durch die Smoke. Und damit ist die nächste Runde stark gespielt. Gut die Initiative ergriffen und am Ende die Jungs auf der T-Seite komplett auf dem falschen Fuß erwischt. Stark gemacht. Nächste Runde für Argo. Ja, man lässt sich da einfach keinen Schaden aufbauen und man lässt sich da auch nicht foppen von der AWP und dem eigentlich recht gut geplanten Push in Richtung Banane auch zu zweit, beziehungsweise dann später zu dritt. Kann man den Spot super solide, super clean halten. Argo damit das erste Team auf den Double Digits, holt die Runde für Runde hinterher. Jetzt das 10:9 Illuminar, aber auch wieder mit Geld. Können hier nochmal in den Fullby. Flashbang kommt gut, Molotov auch, Innocent muss sich absmoken. 7 HP, ein Tick, dann wäre es das gewesen. Wieder viel, viel Utility Damage von Argo. Das Huhn, Alter. Läuft irgendwie gegen die Wand. Ja, der Observer hier absolut on point. Gönnt sich. Ja, da kommt mein feines Observer-Auge raus und sagt: Warte mal. Was für die Pause. Boy, Fokus. Full Fokus. Ruby wieder im Pit. Ja, das ist halt so eine gute Position. Wenn du da das Kreuzfeuer halten kannst. Und sie spielen auch sehr passiv bei Argo. Also sie versuchen jetzt nicht irgendwie Richtung Mitte großartig den First Pick zu setzen oder sich offensiv Richtung Haus zu bewegen oder über lang das Kreuzfeuer zu halten. Sondern sie spielen es halt wirklich sehr diszipliniert von Zeit aus. Und auch hier, Richtung B. Man lässt Illuminar in der Runde absolut verhungern. Die wissen, die haben super wenig Equipment und versuchen die Utility halt auch erst sehr spät einzusetzen bei XCOM. Schau dir das an. Die lassen sie einfach verhungern. Ja. Die haben ihr ganzes Equipment bis auf den Molotov und eine Flashbang rausgeschmissen. Und damit muss Illumina auf jeden Fall ihre Refrax setzen. Aber das ist natürlich auch ein Vorteil, sie können halt super explodieren. Na, jetzt versucht man es da unten an der Balcony. MHL muss nachziehen. Hitte den Headshot gegen Oscar Risch, aber da ist Reeds. Der ist so wichtig in diesem Team. Aber Groovy wieder aus Pit heraus. Holt sich den ersten, versucht da jetzt nochmal gegen Graveyard irgendwas ausrichten zu können. Schafft er nicht. 2-3 Retake, das wird man nicht machen. Da geht man safen. Also, am Ende kommt man hier gut genug nach vorne, kann explodieren. Am Ende passt auch der Refrag. Groovy kann da nicht alles alleine machen. Und am Ende reicht's nicht. Also, Argo kann nicht diesen Spot verteidigen. Auch ein bisschen daran geschuldet, dass Argo halt keine Information holt. Manchmal ist es wirklich sehr gut, passiv zu spielen. Aber in dem Fall gibt man halt Illuminar den kompletten Raum, sich zu entfalten und dann über die Flanke halt das Kreuzfeuer aufzubauen. Ja, und damit nur noch der Safe. Mehr ist nicht drin. Ja, aber zumindest bekommt man 2 Waffen durch. Für Illuminar auch wichtig, jetzt hier mal wieder eine Runde aufs Konto gebracht zu haben. 10:10 damit. Und jetzt haben wir mal eine taktische Pause. Eine technische. Ja, Argo verliert einen Spieler. Schauen wir mal. Es ist aber eine knappe Partie. Es ist genau das, was wir erwartet und erhofft haben von diesem Spiel. Dass es eben ein bisschen knapp wird und dass man sich hier auf Augenhöhe begegnet. Und das tut man auf jeden Fall. Schauen wir mal, was am Ende dabei rauskommt. Jetzt erstmal natürlich den Spieler wieder zurück auf den Server bringen. Ja. Geldtechnisch. Hallo, da ist er. Forstmann oder Forstmann nicht, eigentlich würde ich es nicht machen. Alle mit zu wenig Geld, bis auf Groovy, der kann vielleicht nochmal Pistol kaufen. Na, wenn sie nächste Runde kaufen können,
dann sollten sie es auf jeden Fall nicht tun. Lassen wir uns mal kurz gucken. Spielt man lieber mit den beiden M4s nochmal? Also das Problem ist halt, sie haben halt keinen Loser-Bonus. Da können sie nicht drauf zurückgreifen. Das heißt, ein Force würde sich theoretisch sogar noch hier lohnen. Und dann macht man nochmal eine Sparrunde und versucht dann zurückzukommen. Also das Risiko können sie auf jeden Fall eingehen, auch wenn wir auf das Geld auf der anderen Seite gucken. Das sieht zwar gut aus, aber der Buy in der nächsten Runde ist okay. Aber läuft halt auch wieder so teilweise dann rum mit, naja. Nicht optimaler Utility und vielleicht... Ja, und wenn du halt verlierst die nächste Runde, müsstest du halt hingehen und eine Runde nochmal mit Pistol spielen und mit Kevlar und dann nochmal reinkaufen. Ja, das ist dann so eine, ja, Frage der Auffassung, wie man sich taktisch aufstellen möchte. Aber es sieht so aus, als würden sie einfach sparen. Und Abfahrt. Mal gucken. Was ist das? Für Gottes Willen, ey. So, der Klassiker, einfach mal alle mit schön die Waffen durchwechseln, ne? Wenn jemand langweilig ist, die ganze Zeit Q drücken. Guck da, einfach nur Q drücken. Ja. Hilfe. So, müsst ihr jetzt aber auch gleich wieder weitergehen. So, jetzt noch ein bisschen Messer spielen. So, der Timer tickt, wir hören es geht los. Ja. 21. Runde, 10-10. Schauen wir mal, was jetzt noch gemacht wurde. Es wird nicht gekauft. Nur mit den beiden M4s also gearbeitet. Illumina mit der Möglichkeit, sich ein bisschen abzusetzen, was das Geld angeht. Oh, da will man sehr offensiv rein. Ja, man versucht halt direkt die Raumkontrolle über die Banane zu bekommen mit den beiden Waffen. So, da kann man nicht zuschlagen. Die eine Waffe nimmt man mit, genau wie das Death Kit. Und am Ende, sollte es Richtung A gehen, könnte man am Ende auch die beiden Waffen safen. Und dann hätte man der nächste Runde ein Bein, ne? Ja, genau darum geht's. Schauen wir mal. Zwei auf dem A-Spot direkt, einer in der Banane weit vorne. Sydney ist das. Mal gucken, was er jetzt hier mit der M4A4 machen kann. Wenn er ein, zwei Leute rausnimmt, ist das schon mal guter Schaden, aber steht halt allein auf weiter Flur. Jetzt einen im Backup, vielleicht mit einer Nate aus Karish. Holt sich MHL, ist nicht fokussiert auf den nächsten Sydney. Mit dem Refract, da kommen die Nate, da kommt die Utility. Jetzt versucht man ihn da einfach rauszubrennen. Und das klappt mit Stomps AWP. Und das heißt, Lehmann und Groovy 2 gegen 4, nur mit Pistols. Das wird es gewesen sein. Ich denke nicht, dass man hier noch viel halten kann, aber man will auf jeden Fall noch mal ein bisschen Schaden setzen. Beide auf dem B-Spot. Jo, da versucht man auch noch mal ein bisschen auf Information zu gehen. Jetzt müssen auch beide Spieler bekannt sein. Ja, und damit geht der Stack hier nicht auf, den man bei Argo noch mal auspacken wollte. Dafür kann man aber die beiden Waffen safen oder beziehungsweise auch eine Waffe vom Gegner mitnehmen. Ja. Und damit Illuminar 3 Leute, die sie auf jeden Fall durchbringen sollten. Und XCOM sollte auch hier nicht mehr jagen gehen, weil dann können sie auf jeden Fall nächste Runde kaufen. In der Zwischenzeit ist Sprout gegen Aristo Casey vorbei. Oh. Weil da hatte Sprout jetzt gewonnen mit 16-10 auf Mirage. Also für sie geht's über das Upper Bracket, für Big über das Lower. Nice, sehr schön. Da darf man mal ratschen. Sprout, also unser zweiter deutscher Vertreter in diesem Games Clash Masters Turnier, hält sich hier gut, holt die erste Runde gegen Aristo Casey. Das bedeutet für sie Winner Bracket, Best of One, einmal noch gewinnen und dann ist man bereits in den Playoffs. Sehr, sehr schön, freut mich natürlich. Und die Runde ging hier auch, wie zu erwarten, an die Jungs von Illumina. Bombe explodiert, Sound ist RIP, wir sind wieder da und damit auch wieder zurück. Jetzt muss das Geld da sein für Argo. Jetzt muss man reinkaufen, muss gucken, dass man die Runde so solide wie möglich ausspielt und hiermit dann wieder so ein bisschen einfach das Equipment, das Geld auf der Bank zu halten. Da ist er auch, der Full bei MHL mit der AWP, der Rest mit M4 und Utilities am Start. Er versucht hier offensiv zu peaken mit der AWP, schafft aber den schnellen Flick hier nicht runter und damit muss man weiter ein bisschen aufpassen. Die Utility Usage auch wieder, die Flashbang kommt komplett rein und MHL, man versucht ihn da zu sprayen, aber kriegt ihn nicht ruhig. Beide kommen durch die Banane durch, Innocent, Furlan. Beide vorne versuchen die Refracts zu setzen. Sydney, Furlan, jeweils mit einem in der Antwort. Und das ist das 4 gegen 3. Super wilde Action hier in Richtung Banane. Aber am Ende zahlt es sich noch aus für Argo. Und da macht Groovy noch den nächsten gegen Reed. Jetzt ist es ein 2 gegen 4. Aber Stomp macht einen nach. Alles klar. Also, man ist hier in einer sehr guten Situation bei Argo, jetzt auch diese Runde zu entscheiden. Oh, das hält's weiter, super spannend. Man muss einfach sagen, diese Partie zwischen Illuminar und Argo bietet uns genau das, was wir erwarten, nämlich wirklich eine 50-50-Partie, ein Hin und ein Her. Zumindest nimmt Mono hier den Raum ein, aber das ist schwierig. Man muss jetzt über die falsche Mitte gehen. Mono hat keine Kontrolle über Kurz. Das heißt, man versucht hier einfach nochmal
irgendwie schnellstmöglich die Bombe durchzubringen. Die ist natürlich jetzt alleine unterwegs. Muss man ein bisschen aufpassen im Haus. So, rennt hier jetzt auch einfach durch. Richtung kurz muss das Backup jetzt natürlich auch da sein, dass der Spieler crossen kann. Jo, und das kann er auch machen. Oh, das Backup. Oh, schön, oh, aber der knapp, Frack durch. Jo. Und da ist die AWP. Schönes Ding. MHL am Ende erfolgreich. Und da ist die Runde für Argo. Super knapp auch wieder im One vs. One am Ende entschieden. Gutes Setup für beide. 11-11. Und da wird wirklich hin und her sich gegenseitig die Runden abgeluckt. Jetzt weiß ich gerade gar nicht. Illumina hat eigentlich genug Geld. Sie könnten nochmal forcen. Dann aber zum letzten Mal. Und Argo kann sich daraus natürlich auch wieder Vorteile ziehen. Jetzt wird es gerade super, super wichtig, wie ich so die nächste Runden hole. Da ist wieder der Friedhof. Es gibt nur eine Kamerafahrt, ja. By the way. Guck mal, das Mausoleum hängt sogar in der Luft. Oh, das ist eine schöne Kamerafahrt. Die werde ich mal dreist kopieren. Einfach unter diesem Auto. Ja, sehr cool, auf jeden Fall. Gefällt mir. Wir haben scheinbar wieder eine Pause. Stehen alle noch ein bisschen rum. Eventuell was Taktisches. Und da sind die Weinstöcke. Die dürfen nicht fehlen. Da sind sie doch. Die angepissten Franzosen, das ist ihr Ziel. Da wollen sie die Luft sprengen. Irgendwann wird die Bombe einfach auf dem Weinberg geblendet und dann läuft das. So, also wir haben nochmal eine kleine Pause. Wie gesagt, Sprout geht ins Upper Bracket. Für Big suchen wir natürlich das Team. Und zwar hier der Verlierer. Genau. So, da wird nochmal alles perfekt ausgestattet. So, das ist, guck mal, bei manchen ist Headset dran und bei manchen nicht. GG. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, guck, bei einem ist Headset. Ja, genau, bei einem ist Mikro dran, bei anderen nicht. Mal schauen, was halt gerade noch da war. Was gerade noch da war. Was in der Kramkiste so wurde mitgenommen. Schön. Ich habe noch ein Mikro. Ah, Randa. Gut, so. Jetzt der Go in Richtung Banane. Ist da wieder zu dritt relativ weit vorne. MHL mit der AWP versucht sein Glück durch die Smoke. Aber so weit vorne ist niemand. Und damit versucht man hier Richtung B zu explodieren. Und Illuminar hat damit eigentlich den perfekten Riecher. Da ist nämlich nur einer. Jetzt sehen wir die Smokes und Molotovs hier durchgehen. MHL verschießt diesen wichtigen Frag. Jetzt ist er in der Smoke erstmal gefangen. Und das heißt Bombplant für Illuminar. Der ist sicher. Den wird man nicht mehr abwenden können. Retake-Situation für Argo. Stomp gegen Furlan erfolgreich. Oskarisch ist close. Lehmann von hinten. Und wo genau spielt man das jetzt an? Möchte man dann nochmal drauf? Argo ist sich da noch nicht ganz so sicher, aber man muss es eigentlich versuchen. Einfach auch von der runden Wichtigkeit her. Stomp aber nochmal gegen Lehmann erfolgreich. Jetzt versucht man da irgendwas zu refracken. Aber Oskarisch mit einem macht fast den zweiten Grubi. Fällt super low, wird von der Nate gefinished. Und MHL, der darf jetzt eigentlich nur noch seine AWP saven geben, wenn er es schafft. Weil das wird nicht mehr machbar sein. Jetzt holt er zumindest noch eine teure Waffe mit. Aber die Runde geht an Illumina Gaming. So, damit das 12-11. Man holt hier weiter auf und kann auch wieder den Vorsprung bewahren. Also es ist ein Hin und ein Her. Beide Teams schenken sich hier absolut gar nichts. Gerade auch in dieser letzten Phase der Hälfte ein sehr ausgeglichenes Ergebnis. Auch wenn wir aufs Scoreboard schauen, die unterscheiden sich halt fast gar nicht. Ja. Und das ist halt mega krass. Also auch von der durchschnittlichen Average Damage per Round, kann man hier wirklich bei beiden Teams sagen, das ist wirklich auf einem Niveau. Ja, das ist sehr, sehr spannend gerade zuzuschauen und ich bin auch echt gespannt, wer am Ende hier die polnische Überhand gewinnen kann und ins Winner Bracket gegen Furia zieht, weil beide machen hier für mich einen guten Aufbau. Der frech! Mensch, einfach rein in die Smoke, rein da! Einfach frech gepiekt, Mann, das ist so gut, so liebe ich. Und sie müssen halt irgendwo die Initiative ergreifen, sie sind im Force, bei einer AWP muss es richten. Und den Gegner irgendwie ins Dunkle treiben und sie da verrecken lassen. Aber lassen wir uns mal überraschen. Sie gehen auf jeden Fall hier in den Basement. Mal gucken, was Sidney da machen kann. So, der versteckt sich unter der wunderschönen Veranda. Der kriegt sogar einen Kill. Damit hat natürlich der Spieler Richtung B einen großen Vorteil. Er hat eine Deagle in der Hand und er kann Zeit rausholen für sein Team. Die warten natürlich noch. Die sind hier gerade nicht so ganz sicher, ob es wirklich B wird. Jetzt müsste langsam aber sicher auch klar sein, dass Richtung B geht und Furlan versteckt sie einfach. Guck mal, der will nochmal aufs Pre-Fire gehen. Will er? Boah. Nee, will er nicht. Er versteckt sie einfach. Glaube auch. Aber er versucht, Steps zu koordinieren und das ist wichtig. Er kann jetzt callen, dass zwei Spieler bereitstehen, da was zu machen. So, jetzt versucht er zu pre-firen. Oh, kein einziger Hit.
Sah ganz gut aus. Da ist man eigentlich gar nicht schlecht dabei. So, nochmal eine Flashbang für das Team dabei und dann geht es zügig nach vorne. Hat natürlich auch ein bisschen Upgrade bekommen durch die Waffen. Ausgerechnet musste aufpassen. Also, wir drücken natürlich auch so ein bisschen die Daumen für den Deutschpolen. Ne? Also, ausgerechnet mit dem ersten. So, wird gut gegengehalten. Jetzt liegt es an Oskarich, aber das war's. Die Runde vorbei. XCOM geht hier den Ausgleich. Wieder ist es die Antwort auf der CT-Seite. Ein Hin und ein Her, meine Freunde. Ein Hin und ein Her. 12:12 damit jetzt. Alles wieder dead even. Und das ist natürlich jetzt für beide Teams eine entscheidende Round, was das Money-System angeht. Beide werden jetzt wahrscheinlich auf Null sein und einer von beiden wird hier erfolgreich rausgehen. Und bei dem 12:12 ist jetzt die nächste Runde, wenn man das Money von einem Gegner brechen kann, schon sehr entscheidend, weil man dann sehr schnell auf eine gefährliche Anzahl an Runden kommen kann. Und jetzt bin ich gespannt, wie es da im Buy aussieht von beiden. Ja, ist halt gerade so ein bisschen der Kampf auch ums Geld. Genau, wer hat die Economy? Genau. Wer kann als erstes zwei Runden in Folge holen? Wer kann den Spieler oder welches Team kann das andere Team brechen? Und das sind jetzt alles kleine Schlüsselrunden, die über diese Partie gegebenenfalls am Ende hier entscheiden. Ja. Besonders wenn das Spielchen immer so weitergeht, je später werden die Partie gehen, also wirklich in diese heißen letzten vier Runden, da wird sich das dann höchstwahrscheinlich entscheiden, wer am Ende, ja, gewinnt. Und ein entscheidender Faktor könnte, wie gesagt, das Geld sein. Und Argo ist wieder am Drücker. Aber trotzdem, Storm lässt hier nicht aufhalten. Refrag kommt nicht rein. Damit Illuminar wieder durch. Einer für Sydney. Aber sie sind durch und fast der Safe. Was haben sie in Equipment? Willst du in so einer Runde wirklich nochmal den Versuch starten? Nein. Eigentlich nicht. Nein. Das ist geldtechnisch so riskant. Ja, du kannst halt einfach zwei Waffen nachkaufen und dann bist du halt wieder mit Saft und Kraft dabei. Weil jetzt reingehen und alle Waffen verlieren wäre die Economy. Und dann schenkt man Illumina mehr oder weniger die 14. Runde. Das will man nicht, das kann man nicht. Und damit Illumina erstmal mit der Führung im 13:12 werden die Runde hier ohne Probleme durchbekommen. Im Best Case auch alle Waffen durchbringen, aber das wird sich auch nicht wirklich ändern, weil dann niemand von Argo irgendwie noch versucht, was auf Axis zu tun, außer MHL, aber der halt in CT steht. Ich denke, das wird eher ein Banane-Go. Und von daher, ihr seht es jetzt gerade leider nicht, ich weiß nicht, ob noch einer gefragt wird. Hört sich nicht so an. Und damit ist die Runde sicher. Yeah! Hast du schön mit vertont. Danke. Das ist noch für ein Ende. Weil der Brunnen steht ja noch und. Ach so, ja, klar. Nicht nur professioneller Observer, sondern auch CSGO Sound Cue Master. Mit Saft und Kraft. Mit Saft das, und das Kraft. Das fand jemand lustig, ne? Jitkos beste Sprüche. Hast du so eine Top 5? Ja. Musst du irgendwann mal anlegen. Saft und Kraft gehört dazu. Saft und Kraft gehört dazu. So, wir sehen wieder die Spieler. Einer ist voll Fokus, der andere hat die Hände auf dem Schoß. Wie dreckig die Tische sind. Ja, die haben den einen oder anderen, das ein oder andere Event schon hinter sich. Ich glaube auch, ja. Bisschen verkratzt, ne? Generell, ich bin sehr gespannt, wie es morgen in der Arena wird. Also wie viele Leute wirklich da sind, wie voll und wie gut die Arena-Stimmung sein wird und was man einfach rausholt. Weil morgen, wie gesagt, jetzt heute sehen wir wirklich bloß die Clean-Feed-Shots eben von den Spielern, den Tischen und so weiter. Morgen ist in der Arena auch richtig was los. Wir haben eine Opening-Ceremony. Echt? Und ja, hab mich schon informiert. Wir haben eine Opening-Ceremony und ich bin gespannt, wie die ausläuft. Ich lass mich da immer überraschen. Ja, ich bin gespannt. Ich muss immer alles vorher wissen. Ich muss mich komplett spoilern. Nee, ich bin so der Mann, der sich überraschen lässt. Okay. Also, dann tut's mir leid, dass ich dir das jetzt kaputt gemacht habe. Mann, ey. Gibt's auch noch ein Event, so ein Act oder so? Kommt ein DJ vorbei? Was es gibt, das sag ich dir jetzt aber nicht, aber okay, ja, es kommt was. Super. Okay, alles klar, jetzt wurde ich dick gespoilert. Alles kaputt gemacht. Oh, der Jump. Ach, René, ob wir so weiterarbeiten können, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, voll an. Ah, jetzt mit Hilfe schaffen wir. Nee, sie wollen, glaube ich, nochmal drüber boosten, über die Smoke. Also sie haben jetzt extra gewartet. Ah, okay. Ist eigentlich eine coole Situation. So, die Smoke faded, müssen das Ganze abbrechen. Es ist so eine wichtige Runde für Argo. Illumina hat hier die Chance, wieder mal wegzuziehen. Aber XCOM, die können auf jeden Fall hier dranbleiben. So, MHL. Mal guter Anfang. Versucht das Ganze einzunehmen. Reeds kommt durch, MHL. Jetzt bin ich gespannt. Flashbang sitzt halt gar nicht, aber er macht viel zu früh den Shot. Schöner Shoulderpeak, lässt sich da baiten, aber er macht trotzdem den Frag gegen Reeds. Okay, wie auch immer. Damit hat der Observer gar nicht gerechnet. Ja. Er dachte, der Kuchen ist gegessen. So, und sie kommen durch. Also, dieser Kill Richtung lang und diese
Doppeloffensive Richtung Kurz. Oh Gott, was ist jetzt los? Alter. Wir sind im Traum! Das ist ja auch eine traumhafte Runde, die wir gerade sehen, meine Freunde. So, und das war's. Schön. Traumhaft gespielt von Illumina. Und am Ende ist es hier die Runde. Das ist die 3D-Optik. Das zieht die 3D-Brillen ja auf. So ein bisschen Illumina, ne? Ja, zieht die 3D-Brillen auf. Jetzt wird's wild. Boah, Counter-Strike-Stream von 99 Damage mit einer VR-Brille schauen. Wie cool wäre das denn bitte? Das ja, finde ich warte, nice. Ich warte drauf, dass das Next Level oder das Next Level Counter-Strike kommt, dass du in der Halle auf einer Zuschauertribüne so eine 360-Grad VR-Kamera hast und dann halt das Event halt live mitschaust. Ja, zum Beispiel über YouTube zum Beispiel geht boah, das ja. Cool. Da kannst du ja zum Beispiel schon live VR-Schaltung machen. Mhm. Das wäre zum Beispiel möglich. So, ein paar Fotos gibt's auch noch. Die Fans. Oh, die Fans. Guck mal, wie sie guckt. Da freut sie sich. Oh, jetzt. Oh. Scheiße, ich wurde gesehen. Oh, fuck, ich bin nein! Im Bild. der Blick danach. Oh, Mann. Scheiße. Schön. Sehr, sehr schön. Ah, verdammt. Ich wurde bei der Arbeit gefilmt. So, 12-14. Gute Ausgangssituation für Illumina. Und Argo, ich glaube, die haben jetzt auch kein Geld. Das wird nicht schön. Das wird nicht schön, ja. Ja, es sind halt diese magischen 4 Runden, ja, wo halt das Geld so knapp war. So, wir sind wieder live. Ah, es wird geforst auf 0. MP9, UMP und Pistols. Alles andere als schön. Illumina mit guten, guten Karten hier jetzt auf die 15. zu gehen. Ja, sie wollen halt unbedingt irgendwie die Situation hier wahr machen, das Game nochmal drehen. Aber diese letzte Runde, dieses Hin und Her, diese Zankerei auf dem Server, das könnte halt echt den Knickbruch oder Genickbruch gebracht haben für Argo, dass sie halt diese eine wichtige Runde verloren haben. Und jetzt gehen sie halt das Risiko ein, nochmal zu forcen. Voll an. Zumindest Refrag kann sich dann der SG sichern. Der kommt lebend aus der ganzen Sache, aber MHL nicht mehr. Der muss das weiter suchen gegen Oscarish und eben Furlan auch mit 5 HP. Das ist halt auch nicht mehr viel. 3 gegen 4. Gutes Timing aber von Lehmann. Jetzt kommt man da ran, aber Mono kann refracken. 3 gegen 2. Und jetzt kann man den A-Spot halt quasi solo einnehmen. Ja, da kommt man jetzt ohne Probleme durch. Ja. Und da würde ich fast raten, zu safen. Ne, was anderes wird hier auch nicht mehr möglich sein. Ja, das heißt man das ist halt so bitter, wenn sich eine Partie halt so übers Geld entscheidet am Ende. Ja. Trotz des Money Adjustments, dass man ja gesagt hat, man möchte mehr Full-Buy-Runden und Duelle haben. Aber hier war einfach zu viel hin und her, zu viele knappe Runden, wo immer wieder nachgekauft werden musste. Und eben auch keine lange Strecke, wo ein Team mal 5 Runden in Folge verloren hat, um irgendwie so einen Money-Bonus aufzubauen. Das war alles immer hin und her. Und dann heißt es am Ende 15-12 für Illumina Gaming und All or Nothing für Argo, die dann nochmal 3 in Folge holen müssen, um dieses Match eventuell über eine Overtime zu entscheiden. Und jetzt wird es natürlich hart. Wir haben Illuminar. Wie heißt das in Polnisch? Das würde mich interessieren. Was? Illuminar. Oh, ob man das Polnisch ausspricht? Weiß ich gar nicht. Vielleicht weiß das jeder im Chat. Wir haben doch bestimmt einen im Chat, der Polnisch kann. Ganz bestimmt. Bei, wie viele haben wir? 2000? Oh, 1000. 1000 Viewern ist doch bestimmt einer. 999. 999 Viewer. Illumina hat keine Bedeutung in Polnisch. Ja, okay, ich dachte es mir fast. Das klingt nicht polnisch irgendwie. Ja, vielleicht kann man das ja übersetzen, weißt du? Ach so, ja, gut. Ja. Stomp. Versuch's nochmal. Die Flashbang kommt ganz gut rein. Unterzahl aber wieder für Argo. So, trotzdem, schwierige Situation. Argo hat natürlich noch mal ein bisschen was auf der Bank. Dadurch, dass sie halt einen kleinen Loser-Bonus haben, reicht zumindest für ein bisschen Rifle, aber trotzdem, der Vorsprung immens. Illuminar Gaming hat immer noch mehr als genug Chancen, in dieser Partie zuzumachen. Und wenn wir aufs Geld gucken, sieht das auch soweit ganz gut aus, weil sie können auch weiterhin auf Puffer aufbauen. Und sie haben den Vorteil. Ja, definitiv. Also das wird schwieriger. Und Illuminar sieht da eigentlich bisher sehr gut aus in der Partie. Sie haben jetzt 3 wichtige und gute Runden
und können sich halt auch so ein bisschen entspannter aufspielen und sich mal einen Fehler erlauben, wie du sagst. Jetzt aber MHL mit einem schönen Frag gegen Oskar. 4 gegen 4. Wird die Knochenregel wieder zuschlagen. So, Lehmann am Start. Oh. Lehmann mit einem zweiten. Lehmann fast mit dem dritten, der Headshot sitzt. Und damit ist es hier nur noch Mono, der überzeugen muss. Innocent nochmal mit 27 HP an der AWP. Bombe kann gelegt werden. Die Smoke liegt gut. Sie haben eine Krieg, sie haben eine Farmers und sie gehen einfach oben ins Haus. Es wird auf Nummer sicher gespielt. So, Innocent muss natürlich so ein bisschen auf seinen Rücken achten und auf die Informationen hoffen, die Mono am Ende holen kann. Mono schlägt sogar zu und das könnte die Entscheidung sein. Es ist halt so eine fiese Position mit der Krieg. Super eklig. So, MHL schlägt zu. Damit bleibt es weiter spannend. Norman Molotov, der holt nochmal Zeit raus. Der Spieler ist bekannt. Nimmt aber den langen, langen Weg. Die Bombe liegt für ihn. Der Defuse wird angesetzt. Einfach der Defuse einfach durch. Komm. Der Defuse einfach durch. Komm, komm, der Defuse durch. Einfach mal Eier haben und durchziehen. Pros never fake. Da ist die Runde für Argo 13 zu 15. Schön vernascht, Mann. Sehr, sehr schön. Prinzipiell auch ein guter Move, einfach da nochmal den langen Weg zu nehmen und diesen Undiffuse und alles. Hätte eigentlich geklappt, aber wenn man halt durchzieht, dann klappt es nicht. Sehr stark. Also da, das war die Aktion, die die Runde nochmal super auf Seiten von Argo gehalten hat. Also, sie können es am Ende schaffen, sie können durchdiffusen. Einfach mal die Eier auf den Tisch und dann hat er auch guten Fokus drauf. Das dürfen wir halt auch nicht vergessen, er rechnet halt mit ihm unten über den Boiler. So, trotzdem, das Geld sieht immer noch nicht gut aus, immer noch ein Vorteil für Illumina. Dadurch, dass sie halt ein bisschen Geldpolster hatten und bei Argo hat man halt fast alle Spieler verloren. Und dadurch halt immer noch nicht den Utility-Vorteil. Ja, und jetzt muss man schauen, Illumina muss auch runterkaufen, verliert hier einiges an Geld für diese Runde. Also Argo könnte sich mit einer weiteren eigentlich schon mal sehr, sehr gut Richtung Overtime bereiten. Aber die hier, Nummer 29, die ist nochmal ganz, ganz wichtig. Dann hat Illumina kein Geld mehr und Argo steht ein bisschen besser im Saft. Schauen wir mal, wie es angespielt wird. Banane bisher sehr offensiv gedeckt von Argo. Man steht komplett unten und jetzt bin ich gespannt, wie viele Flashes, wie gut kommt man in die Banane rein. Oh, das Kreuzfeuer immens. Oh, der Bait ist real. Der Bait ist real, nein. Oh, schön. Sydney. Wird rausgenommen. Fuller wartet als nächste Position. Ah, auch daneben. Wird der nächste. Und jetzt ist wieder diese All-In-Position. Wie viel Schaden kann der Mensch machen? Viel zu wenig. Das schreit nach Overtime. Nein, Game. Vielleicht. Was? Nach Overtime. Was? Komm, ich will nur Overtime sehen. Okay, 2 gegen 4. Jetzt bin ich gespannt. Ich will nur Overtime sehen. Komm, jetzt bin ich gespannt. Komm, man darf es ja best wünschen, aber im Endeffekt eigentlich die Partie vorbei. Aber ich will die Spannung nochmal. Ich will nur Overtime sehen. Okay. Weil das ist gerade extrem spannend zwischen den beiden Teams. Groovy und Lehmann kommen da jetzt rein. 2 gegen 4. Können sie den Traum von Jitko wahrmachen? Schauen wir mal. Groovy jetzt mit dem Molotov muss natürlich noch ein bisschen abwarten. Und man steht halt so gut auf dem Spot. Alle haben ihre Lieblingspositionen gefunden, glaube ich. Okay, ich glaube, das soll es gewesen sein. Ja, das wird zu schwierig. Ja, Mono. Das war's. GG. 16-13, da ist es durch. Illumina, mein Pick, holt sich das Ding. Sehr schönes Game auf jeden Fall. Aber es war eine spannende Partie bis zum Schluss. Ah, auf jeden Fall. Hat sich da auf jeden Fall einen sehr schönen Fight geliefert. Und ich denke, das ist eine gute Sache jetzt, wenn man richtig...